NAC, N-Acetylcystein, wirklich wichtig für den menschlichen Körper, gerade wenn es um Zellschäden geht, die durch oxidativen Stress entstehen. Wichtig an der Stelle jetzt, Cystein ist eine essentielle Aminosäure, kann man auch supplementieren, aber gerade dieses NAC hat natürlich spezielle Zusatzfunktionen noch. Alles das in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeier. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mit den richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, heute drittes Video zum NAC, zum Acetylcystein. Ein wirklich interessantes Stöffchen, deswegen machen wir heute meine erste Trilogie mal voll. Schauen wir uns konkret jetzt an, weil ich einen interessanten Kommentar bekommen habe. Und da hat es geheißen, ja, ich supplementiere ja schon Cystein oder L-Cystein. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Habe ich natürlich im Kommentar beantwortet. Aber da gibt es natürlich noch weit mehr zu sagen. Deswegen heute dieses Video, was jetzt gerade NAC im Vergleich jetzt zu normalen Cystein aus der Ernährung oder Supplements noch Positives zu bewirken hat. Und vor allem, wenn es jetzt um verstärkten Schaden im menschlichen Körper geht, gerade durch ROS, also durch Reactive Oxidant Species, also durch freie Radikale im menschlichen Körper, was dazu führt und vor allem, was jetzt gerade die hilfreiche Einwirkung von diesen NAC ist. Damit es in weiterer Folge eben nicht zu verstärkten Zellbeschädigungen kommt, da geht es dann in die Fibrose rein, dass es sozusagen im Körper zu Narbengewebsbildung kommt oder dass sich vielleicht einzelne Blutbestandteile verkleben, da ist es auch äußerst hilfreich, eine Studie unten verlinkt, wenn es dann thrombotisch wird sozusagen, wenn sich die einzelnen Bestandteile verkleben, wie es dazu führt, wie es NAC dort hilfreich einwirken kann, schauen wir uns auch konkret an. Und jetzt starten wir gleich einmal durch. NAC, also N-Acetylcystein, oben jetzt eingeblendet, die zwei Komponenten. Und da sieht man recht schön das N-Acetyl von diesen zwei Komponenten statt dem Wasserstoffatom. Ist jetzt auch, hat eine antioxidative Wirkung und vor allem beim NAC ist noch dazu zu sagen, es kann Schwefelbrücken aufbrechen, äußerst hilfreiche Funktion an der Stelle. So, die Acetylkomponente sorgt jetzt auch für eine bessere Aufnahme im Darm und auch besser fettlöslich das ganze Teil, das heißt ins Gehirn, also die Blut-Hirn-Schranke kann leicht überwunden werden. Das sind alles die Vorteile, wenn das Cystein jetzt an eine Acetylgruppe geheftet ist. Und jetzt schauen wir uns die Cystein-Komponente an, das heißt, das ist in beiden vorhanden, im L-Cystein und im NAC. Und dieses Cystein ist eben eine essentielle Aminosäure. Und die ist dann auch ein Kernstück beim Glutathion, bei unserem körpereigenen Superantioxidant, wichtig an der Stelle. Das heißt, gerade durch diese Acetylkomponente ist NAC natürlich ein Tacken besser bei gewissen Symptomatiken, wenn es jetzt im Körper verstärkt zu oxidativen Stress kommt, zu ROS, zu vielen freien Radikalen, also zu potenziellen Zellschäden dann natürlich, dann ist es natürlich anzuraten, vielleicht einmal einen Tacken besser etwas einzuwerfen. Wichtig müssen wir anschauen, wenn wir jetzt Cystein in Ernährung haben, was wird daraus gemacht? Es wird nicht immer gleich Glutathion gebildet, du brauchst eine kleine Körperreserve und jetzt müssen wir uns noch anschauen, Cystein, also Cystein ist eine Aminosäure. Aminosäuren werden im Körper ja gleich einmal in Proteine umgebaut, das heißt die Speierform dann sozusagen, dass es dann für die Glutathionbildung herangezogen werden kann, wird es Cystein, das heißt gleich Cystein vermutlich, das wären dann zwei Aminosäuren verbunden mit zwei Schwefelketten. Wichtig vorhin schon erwähnt, gerade dieses NAC kann Schwefelbrücken aufbrechen, ist an der Stelle jetzt äußerst wichtig, später mehr dazu. Warum es gleich einmal in Protein abgespeichert wird, schauen wir uns jetzt kurz an. Wie gesagt, Aminosäuren sind die Grundbausteine von Proteinen, die werden eindimensional, das heißt Proteine werden dreidimensional, sonst würden wir vermutlich alle wie eindimensionale Pappkameraden durch die Gegend laufen. Das heißt, es wird gleich einmal gefaltet, könnte man sich vorstellen wie bei Origami, das heißt, die Grundaminosäuren werden gefaltet, dann kommt es zur Bildung von diesen Proteinstrukturen, aber wichtig, im Unterschied zu Origami, die werden noch verklebt und da sind zumeist dann diese Sulfidketten oder Schwefelbrücken dann der Klebstoff, der das Ganze zusammenhält. Und das ist jetzt die spezielle Funktion jetzt, wichtig an der Stelle natürlich, wenn es jetzt darum geht, du musst das ja wieder rauslösen, du brauchst jetzt kein Cystein für dein Glutathion, du brauchst das Cystein und gerade NAC kann diese Schwefelbrücke jetzt wieder aufbrechen. Das heißt, NAC stellt an der Stelle schon eine Cystein-Komponente selber
Acetylcystein und kann jetzt dieses gesperrte Cystein dann noch aufbrechen, stellt nochmal zwei Komponenten, das heißt im Vergleich zu einem normalen Cystein-Supplement natürlich dreimal besser an der Stelle. Da sieht man schön am Beispiel, schauen wir es uns mal kurz an. Das sind ja die zwei schulmedizinischen Anwendungsbereiche von NAC. Das erste ist einmal, dass die Schwefelbrücken bei der beim Mukusschleim aufgebrochen werden. Das kannst du leicht abhusten an deinen Schleim, was du bildest. Schwefelbrücken werden aufgebrochen. Und wenn es jetzt bei Paracetamol zur Überdosierung kommt, in der Leber wird dann ein Schadstoff freigesetzt. Und da ist gerade das NAC dann so hilfreich, dass Glutathion an der Stelle bereitgestellt wird, dass gerade dieser Anteil von Paracetamol dort ordentlich entsorgt werden kann. Die Leber ist das Entgiftungsorgan und gerade jetzt das NAC wirkt darauf ein, dass, wie gesagt, verstärkte Cystein-Komponenten zur Glutathionbildung bereitgestellt werden. Das wird reaktiviert immer schön und da stellst du dann ausreichend Glutathion. Das heißt, wenn wir es von dem her sehen, wenn du jetzt gewisse Symptomatiken hast, also zu viel oxidativen Stress, dann ist es natürlich anzuraten, dass man mit einem hilfreichen Zusatzstoff vielleicht einmal reingeht. Schauen wir uns jetzt kurz an, wie es dazu kommen kann. Also wie es bei der Zelle ausschauen soll, dass es optimal läuft jetzt einmal in erster Linie natürlich. Dazu ist natürlich wichtig zu sagen, Glutathion ist das körpereigene Antioxidant, steht jetzt im Zentrum deines antioxidativen Netzwerks im Körper natürlich, weil es der Körper selber herstellen kann. Und je mehr freie Radikale eben in der Zelle anfallen oder im Körper anfallen, desto mehr benötigst du davon. Damit das Redoxpotenzial in der Zelle jetzt im Ausgleich bleibt. Also Redox, kurz von Reduktion, Oxidation, das sind die ganzen Stoffwechselabläufe, es wird immer reduziert, es wird oxidiert, es muss im Ausgleich sein und sonst gibt es, wenn es zu viel Oxidation gibt, natürlich verstärkt Gewebsschaden, Zellschaden, Körperschaden. Und das wirkt sich eben auf den Körper dann vielseitig aus, da können wir so schauen, freie Radikale verursachen im Körper, also potenziell jetzt DNA-Schäden, dann Lipid- und Proteinschäden, also bei der Lipidstruktur, bei der Fettstruktur und bei den Proteinkomponenten eigentlich überall im Körper können freie Radikale immenses Unheil stiften, immensen Schaden verursachen. Und damit das nicht überhand nimmt, an der Stelle hast du eben dein körpereigenes Antioxidant, Superantioxidant, das Glutathion. Es gibt natürlich da noch externe, wie Vitamin C, Vitamin E, alles was du extern zuführen kannst. Aber das hat wieder nur eine Reaktion oder vielleicht nur eine zweite. Aber gerade der Grundstock an deinem körpereigenen Superantioxidant sollte mal gegeben sein. Und um ein freies Radikal sozusagen zu binden jetzt, dann brauchst du 2 GSH, das wäre das reduzierte Glutathion, das heißt, das ist, können wir uns vorstellen, wie beim Fußballbeispiel, 2 gegen 1, sicher, schön unfair. Und das wäre jetzt einmal deine Abwehrtruppe, dass die freien Radikale jetzt einmal gebuffert werden, dass sie jetzt mit freien Elektronen bestückt werden, dass sie im Körper mal fürs Erste keinen Schaden verursachen können. Einen interessanten Forschungsartikel habe ich unten noch verlinkt, wenn es jetzt gerade zu verstärkt freien Radikalen in der Blutbahn kommen, verstärkt zu Entzündungen, verstärkt zu Beschädigungen natürlich, dann können sich die einzelnen Blutbestandteile aneinander heften und da ist gerade NAC auch äußerst hilfreich, weil es zum Beispiel bei der Produktion der Blutplättchen, die sich auch dran heften, das ist immer bei Wundverschluss etc., sowohl außen als auch innen beim Körper, dass das Ganze mal verklebt, falls es dort zu Gefäßwandbeschädigungen kommt. Da sollten nicht verstärkt Blutplättchen angeheftet werden, weil sonst kommt es verstärkt zu thrombotischer Bildung. NAC wirft auch eine gesunde Bremse drauf, könnte man sagen. Das heißt, dass einmal die Blutplättchen nicht verstärkt gebildet werden, dass es nicht so thrombotisch wird an der Stelle, ist sehr gut gegen oxidativen Stress, wie gesagt, schon mal sehr gut. Und natürlich, dass Glutathion jetzt verstärkt gebildet wird, dass es abgefedert wird an der Stelle, sind 3 hilfreiche Funktionen auch. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was ist jetzt, wann kommt es verstärkt zu oxidativen Stress im menschlichen Körper? Da gibt es ja auch verschiedene Punkte, die zumeist dann im Zusammenspiel dann fungieren. Da kann es dann echt zu viel oxidativen Stress kommen. Wichtig als erstes natürlich durch den Stoffwechsel selber, durch die Verstoffwechselung, durch die Bereitstellung deines Energiestoffs ATP fällt schon einmal oxidativer Stress an. Das heißt, Stoffwechselerkrankungen, gerade Prädiabetes, Diabetes Typ 2 haben an der Stelle mit sehr hohen oxidativen Stressständen zu kämpfen natürlich. Dann zweitens natürlich aus der Umwelt. Strahlung, Sonnenstrahlung verursacht schon gewisse Hautschäden, vor allem wenn du zu lange drinnen bist. Strahlung generell, Umweltverschmutzung durch die Atemluft, durchs Rauchen sind alles Bestandteile, die du aufnimmst, die oxidativen Stress im Körper verursachen natürlich. Und als drittes dann natürlich, da kann es zusätzlich dann noch einmal zu einer Belastung kommen, zu verstärkt oxidativen Stress natürlich, wenn gewisse Erreger, Fremdstoffe, Giftstoffe in den Körper eindringen, Pathogene,
die den Körper schädigen, kommt es verstärkt zu oxidativen Stress natürlich auch. Wenn die Zelle nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenn sie irgendwie tangiert ist, negativ, dann kommt es dort verstärkt zu oxidativen Stress und du brauchst auf der anderen Seite natürlich, dass die Waagschale wieder ins Gleichgewicht kommt, verstärkt antioxidative Wirkung. Fürs Erste. Damit das einmal abgefedert wird und in weiterer Folge muss es die Zelle dann an der Stelle wieder abbauen. Da wird es enzymatisch dann wieder aufgehakt. Da hast du die Superoxid-Dismutase zum Beispiel. Das wäre gegen das Superoxid, das superfreie Radikal im Körper, dass das im Endeffekt dann unschädlich gemacht wird. Dann hast du die Katalase und dann hast du zum Beispiel auch noch die Glutathionperoxidase. Wie gesagt, da brauchst du immer zwei reduzierte Glutathion. Das freie Radikal wird gebunden und dann wird es unschädlich gemacht. Im Endeffekt kommt dann hinten Wasser raus und du hast deinen oxidativen Stress dann ordnungsgemäß in Wasser verwandelt, kann ganz normal vom Körper ausgeschieden werden. Dafür opfern sich aber zuerst jetzt einmal deine freien Antioxidantien sozusagen. Die müssen die freien Radikale mal abrufen, damit das enzymatische System im Hintergrund das Ganze dann abarbeiten kann. Und wie gesagt, an der Stelle zu viel ROS, also zu viel Reactive Oxygen Species, sorgt natürlich verstärkt für Entzündungen, sorgt für einen Schaden als erstes, sorgt für Entzündungen. Die Entzündung muss abgebaut werden, dann geht es natürlich in die Nekrose rein, da hast du verstärkt dann, man kann sagen Narbengewebe, es kann in den einzelnen Organen vorkommen und dieses Narbengewebe erfüllt eben keine wirklich gute Funktion mehr an der Stelle. Das heißt, man sollte den oxidativen Stress im Vorfeld schon abfedern, damit es nicht zum Schaden, zur Entzündung kommt, auch wenn sie dann aushält, hast du natürlich mit funktionsuntüchtigen Gewebe im Körper dann noch. So, wichtig, die anderen zwei Videos jetzt noch zum NAC, ein wirklich interessantes Stöffchen, kurz einmal drüber schauen, was es so alles kann, wie es schulmedizinisch eingesetzt worden ist, ist dort näher erklärt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.